Moin Freunde und herzlich willkommen zur neuen Runde bei mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Problem ist, ich habe keine Ahnung, worüber das Video heute gehen soll. Odinson? Nee. Das Video braucht noch etwas. Da steckt ein bisschen mehr Aufwand dahinter. Rocket Star? Noch nicht ganz, kleiner Freund. Dauert noch ein bisschen. Ha! Na siehste, der Kopf ist schon halb gebaut. Das nehmen wir doch. Also, heute geht's um den neuen Stern am Himmel des dunklen Tabaks, Adalia Black. Genauer gesagt, in diesem Video der Lembri, glaube ich, spricht man's aus. Viel Spaß! Ich würde sagen, bauen wir erstmal den Kopf fertig, dann schauen wir weiter. Prinzipiell habe ich den Kopf relativ simpel gebaut. Das hier ist ein alter Hooker Jordan 80 Feet, nicht der neue von Somo, sondern wirklich noch der alte. Leicht overpackt, etwas in Form gebracht und mit der Alufolie runtergespannt und komprimiert. Danach noch ein paar schöne große Löcher mit meinem neuen Werkbundlochstecher, den ich ultra feier. Und naja, der absolut dafür gemacht ist, die Alufolie zu zerreißen. Naja, für genauere Infos kann ich euch nur mein Video zum Hitzemanagement im OP ans Herz legen. Da habe ich beide Bauvarianten in einem Video untergebracht. Drum will ich hier jetzt heute gar nicht weiter drauf eingehen. So, Freunde, kommen wir als nächstes zu den allgemeinen Informationen. Den Adalia Black gibt's für 17,90 € und ihr bekommt hier 200 Gramm. Geliefert wird das Ganze in einer Pappverpackung außenrum und darin ist eine Metalldose mit einem einfachen Zipper. Die Pappverpackung ist natürlich dafür da, um TPD-konform zu sein, aber da sind halt nur Ekelbilder drauf, drum zeige ich die jetzt hier auch nicht. Die Metalldose sieht für mich sehr stark nach den Aquamenta-Dosen aus und hat dementsprechend eigentlich genau die gleichen Probleme, die ich damals schon angesprochen habe. Generell gefällt mir das Design eigentlich wirklich gut mit dem Schwarz-Gold und auch das Black-Logo mit dem Rot und dem Medaille drüber ist ganz cool geworden. Allerdings sind die Dosen für die Lagerung oder Aufbewahrung halt absoluter Quatsch. Also da unbedingt umfüllen. Als nächstes zum Schnitt und zum Tabak. Viele hatten ja Bedenken geäußert, dass es sich nur um dunkel eingefärbten Tabak handelt, was ich hier definitiv verneinen kann. Das Ganze sieht mir nach einem Grundtabakgemisch aus, wobei die genaue Zusammensetzung mir persönlich nicht bekannt ist. Der Schnitt changiert etwas von gröber bis, ja, fein würde ich es nennen, lässt sich generell aber wirklich gut bauen. Für Overpacking oder allgemein Kontakt-Setups ist der Tabak mir persönlich aber definitiv eine Spur zu feucht, vielleicht sogar anderthalb. Also hier herrscht definitiv Überkochgefahr, daher solltet ihr den Tabak entweder abtupfen oder auf andere Setups umsteigen. So, kommen wir als nächstes zum Geruch. Ich habe hier schon mal aufgemacht, seht ihr schon noch, ich habe das Ganze jetzt hier nur im Zipper gelagert, ich habe es noch nicht umgefüllt, sollte man aber definitiv machen. Geruchlich merkt man den dunklen Grundtabak nur sehr leicht, seicht, erdig unter den restlichen Aromen in meinen Augen. Also im Vordergrund ist definitiv eine, ich würde mal sagen, leicht brausige Zitrone. Erinnere mich so ganz leicht an so Aspirin-mäßig, so leicht brausig. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Riecht aber relativ süßlich und ja, also die Zitrone ist wirklich dominant. Von der Himbeere, die da noch mit drin sein soll, merke ich erstmal nicht viel, Freunde. Also ich würde sagen, von der Himbeere riecht man per se erstmal nix. Man merkt allerdings so eine leichte Süße unter dem Ganzen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es von der Himbeere oder tatsächlich von der, ob die Zitrone so ein bisschen süßlich ist. Aber das passt eigentlich ganz gut zu diesem leicht erdigen Grundtabak, so was süßlich-zitroniges. Das bildet eigentlich einen ganz schönen Kontrast. Also, ich finde, das riecht schon mal ziemlich ansprechend und ich freue mich gleich, das Köpfchen anzuhauen. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, jetzt sind wir hier beim Rauchen.
Und ich habe schon mal ein paar Züge genommen. Und ich muss sagen, geschmacklich merkt man vom Grundtabak nicht viel. Der läuft wirklich butterweich durch, deutlich besser, als ich tatsächlich erwartet hatte. Und Vin, fick dich. Ihr müsst hier allerdings wirklich aufpassen, darum habe ich jetzt auch das Kaminsiebener mit dazu genommen, um einfach die Kohlen noch etwas weiter rausnehmen zu können. Der Tabak kann ganz, ganz wenig Hitze ab. Der ist einfach etwas zu feucht. Und wenn ihr dem wirklich zu viel Hitze gebt, dann habt ihr gar keinen Spaß mehr in dem Kopf. Also hier wirklich definitiv aufpassen. Ansonsten auch durch dieses bisschen feuchtere und wie ich den auch gebaut habe, Durchzug ist eher, ich sag mal, moderat. Also ihr hört es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ist okay, aber auch hier, wie gesagt, das bisschen zu feucht, das macht sich ja auch bemerkbar. Hier haben wir eigentlich eher mehr so in diesem Bereich mittlere bis Low Heat eigentlich eher, was in meinen Augen dem Ganzen aber definitiv zugute kommt, denn die Himbeere kommt hier viel stärker hervor, als sie es noch im Geruch getan hat. Und in meinen Augen wird das Ganze von so einem leicht erdigen Ton untermalt. Es kann auch sein, dass ich mir den einfach einbilde, der für mein Befinden so vom Grundtabak herrührt, so leicht erdig. Ja, wenn man doch die Nase ein bisschen ausatmet, kommt es ein bisschen mehr durch. Was ich allerdings eigentlich ziemlich gut finde, das harmoniert nämlich schön mit dieser süßen Himbeere. Die Zitrone, die da auch mit dabei ist, ist wie im Geruch bereits angesprochen, so ein bisschen aspirinmäßig, ein bisschen brausig, allerdings eher dezent. Also das Ganze wird hier beim Rauchen definitiv durch diese süße Himbeere und diesen erdigen Unterton etwas abgeschwächt, was mir persönlich sehr, sehr viel besser gefällt. Ich habe da jetzt dann schon mit auf die Fresse Aspirin-Zitrone gerechnet und naja, das wäre nicht so geil gewesen. Trotzdem dürfte sie für mich noch ein Ticken natürlicher und vielleicht auch ein bisschen süßer sein. Aber in der Verbindung mit der süßen Himbeere und diesem Grundtabak geht es für den Flavor vollkommen klar. Also, ich muss auch sagen, jetzt umso länger ich dran ziehe, umso mehr ist der Grundtabak ein Gewinn für mich für den Tabak. Weil diese Mischung als Flavor auf einem Virginia-Tabak wird in meinen Augen nicht gut gehen. Da wäre die Zitrone viel zu präsent drauf. Und wenn man dem Ganzen eine ordentliche Hitze böllern würde, wahrscheinlich noch mehr. Also definitiv ein Gewinn für den Flavor, dass man hier auf reinen Virginia verzichtet hat. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Fazit, liebe Freunde. Generell muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe nicht sonderlich viel davon erwartet, weil der Hersteller bisher eigentlich keine Berührungspunkte mit dunklem Tabak hatte. Und dafür ist der Flavor wirklich lecker und in meinen Augen auch handwerklich ganz ordentlich gemacht. Mir persönlich ist nur zu viel Molasse im Tabak. Also das erschwert den Kopfbau definitiv und auch das Hitzemanagement ist schwierig. Und Adalia richtet sich halt auch mit großer Markenpräsenz und vielen Standardsorten, sage ich mal, halt auch vor allem an Einsteiger und Leute, die nicht so tief in der Materie sind und vielleicht auch gerade damit, dadurch, dass es eine bekannte Marke ist, erste Erfahrungen mit dem Flavor oder dem Handling, Overpacking, Kontaktsetups oder wie auch immer sammeln wollen. Und dafür ist das hier eine ganz schöne Zicke. Also hier muss man echt aufpassen, wie man das Ganze raucht und dass es wirklich ordentlich läuft, ist echt schwierig.
Preis geht klar. In meinen Augen 17,90, 200 Gramm, ziemlich Standard, bisschen am oberen Rand, aber vollkommen okay. Allerdings ist die Verpackung, wie auch schon bei den Aquamenta-Dosen, ja, kannst du in die Tonne kloppen. Also das ist definitiv einer der größten Kritikpunkte, die ich an diesem Tabak habe. Aber umfüllen und gut ist. Geschmacklich? Ich kann ja gar nicht aufhören zu ziehen. Also ich finde die Komposition interessant. Was das Zusammenspiel angeht, von der süßen Himbeere, diesem leicht erdigen Unterton, vom Grundtabak, dieser leicht brausigen Aspirin-Zitrone, gefällt mir gut, ist interessant, ist gut umgesetzt. Und von daher würde ich sagen, der neue Stern am dunklen Tabakhimmel, für mich persönlich eher nein. Ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen die Erfahrung auf diesem Gebiet. Allerdings wirklich, wer sich's zutraut und wer das Ganze handeln kann, vielleicht funktioniert es auch in anderen Setups einfach ein bisschen besser. Definitiv eine ordentliche Nummer. Und damit war es das eigentlich auch schon wieder von mir. Ich würde sagen, das war mal wieder ein richtiges Bavarian Short. Also bis zum nächsten Video, Freunde.